Ich bin Jojo. Hallo, ich bin Leni und wir sind beide aus der St. Michaeliskirche in Bissendorf. Herzlich willkommen zu unserer Andacht. Wir feiern Sie im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute ist kein Sonntag. Es ist der erste Tag der Karwoche und somit der letzte Sonntag der Fastenzeit. Wir gedenken dem Einzug Jesu auf einem Esel in Jerusalem. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus wird in Jerusalem von allen herzlich aufgenommen. Ich denke, jeder freut sich darüber, von anderen so aufgenommen zu werden. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man Menschen bei sich hat, bei denen man immer willkommen ist. Auch wenn wir das im Moment nicht richtig spüren können, wenn wir uns einsam fühlen, Gott ist immer für uns da. Er ist immer bei uns in unserer Nähe. Und so wie Gott für uns da ist, sind es auch viele andere Menschen. Auch wenn wir sie zurzeit nicht sehen können, sie sind da. Sie sind für einen da, wenn man sie braucht. Ich glaube, jeder hat so jemanden, bei dem man immer herzlich willkommen ist, zu dem man mit allen Problemen kommen kann. Und jeder braucht auch so jemanden, weil man zusammen einfach alles besser bewältigen kann. Wir entzünden eine Kerze für die, die sich in dieser Zeit allein fühlen. Sei du Gott bei ihm. Wir entzünden eine Kerze für alle Kranken und Erschöpften. Schenke ihnen Kraft. Wir entzünden eine Kerze für alle, sich für Schwächere einsetzen. Lassen Sie stark bleiben. Wir entzünden eine Kerze für alle, die nicht in Frieden oder Freiheit leben können. Schenke ihm Freiheit. Wir entzünden eine Kerze für euer Anliegen. Gott, lass euer Anliegen in Erfüllung gehen. Lass uns mit Vernunft in die kommenden Wochen starten. Lass uns zusammenhalten und keinen alleine lassen. Gemeinsam beten wir: Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit.
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.